Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Far Cry 5 auf Levelmeister mit mir, dem Omni-Onkel. Und wieder quatscht einer dazwischen. Sei es drum. Es ist eine lange Zeit her, dass ich aufgenommen habe. Für euch ist es wahrscheinlich nicht so lange her, weil ja... Der wird schon wieder geschossen. Was ist da los? Und warum hakt's hier? Geil. Mein Rechner kommt gerade nicht klar. Ist ja witzig. Ja. Was mit dir? Bist du ein Böser? Nein, bist du nicht. So, was ich eigentlich sagen wollte ist, dass es für euch... Was ist denn da los, ey? Was ruckelt das denn hier so? Egal, ich entferne mich mal ganz kurz hier. Tschüss. Ja, toll, hat er mich gesehen. Egal, ich bleib mir hier drin. So, was ich eigentlich sagen wollte ist, dass es für euch wahrscheinlich nicht allzu lange her ist, seit ihr das letzte Mal Far Cry gesehen habt, weil ja eigentlich jeden zweiten Tag eine Folge hochgeladen wurde. Für mich ist es eigentlich schon ein bisschen länger her. Ich habe nämlich seinerzeit vor, weiß ich nicht, 2-3 Wochen die ganzen Folgen aufgenommen. Und bin dann zum Ende hin zu dem Schluss gekommen, dass dieses ganze Prepper-Versteck und Außenposten clearen und hast du mich gesehen zu machen, vielleicht doch ein bisschen langweilig für euch ist. Und ich wieder mal durch meine Nübigkeit glänze. Ja, also es ist ein bisschen langweilig für euch und deswegen habe ich beschlossen, quasi einen kleinen Cut zu machen und erstmal das gesamte Gebiet, in dem ich mich gerade befinde, zu clearen, was ich getan habe. Also ich habe dieses Gebiet hier komplett aufgedeckt und habe sämtliche Semi-Nebenmissionen, nenne ich sie einfach mal, gemacht. Also Prepper-Verstecke, Außenposten etc. pp. Alles fort. Und habe jetzt nur noch Nebenmissionen, offizielle Nebenmissionen und die Hauptmissionen übrig. Und ich würde vorschlagen, um euch wie gesagt nicht durch dieses ganze andere Gedöns zu langweilen, wir machen heute deswegen zum Start mit einer kleinen Nebenmission weiter und danach wiederum mit den Hauptmissionen. Sodass auch mal wieder ein bisschen Action in die ganze Sache reinkommt. Ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Euch gefällt das. Und bleibt dabei. Wir werden jetzt erstmal gucken, neben Mission Nummer 1 zum Einstieg diesen Judge-Elch hier zu machen. Ergo begeben wir uns jetzt mal in diese generelle Richtung. Hoffen, dass wir nicht abgeschlachtet werden. Ich richte schon wieder auf, dass hier überall Gegner sind. Ne? Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das heißt nämlich für mich, ich muss das jetzt schon wieder regeln. Irgendwo da hinten muss irgendjemand sein. Oder vielleicht auch da. So. Einer weniger. Gut. Ist jetzt endlich mal Ruhe im Puff. Entschuldigung, die Ausdrucksfalle. Das war nicht so gemeint. Was ist denn hier? Warst du ein Böser, ein Guter? Hey. Niemand. Macht meine Leute hier schräg von der Seite an. So. Genau. Ist jetzt Ruhe. Gut. Dann gehen wir mal kurz hier hin. Plündern alles. Und rennen nicht aufs Dach. Nein. Wo bist du? Geh fort. Eben kurz Waffen. Quasi mal ganz kurz. Ihr merkt, ich bin ein bisschen durcheinander. Aber das soll ja nicht weiter stören. Egal! Wir kaufen jetzt ein. So, Munition. Einmal auffüllen, bitte. So, schön. Ah, Träumchen. Gibt's sonst noch irgendwas? Das ist voll. Das ist auch voll. Ganz zauberhaft. Wir können starten. Ich hätte gerne das Quad. Was der böse Bube eben hat fallen lassen. So, dann. Nein, ich werde mich nicht um so etwas kümmern jetzt. Ich fahre jetzt perfekt in Richtung Judge. Wie versprochen. Was ich euch eigentlich gleich noch zeigen werde, ist, in der Zwischenzeit hat sich, oh Gott, mein Arsenal ein wenig geändert. Also neue Waffen, neue Aufsätze, neue Modifikationen. Ich bin ja so ein bisschen der Scharfschützen-Typ. Bums, Fallera. Noob. Ein bisschen der Scharfschützen-Typ, das heißt, ich habe eine Gewehre. Oh Gott! Überall Menschen.
Ja, ja, lass mich mal gut. Meine Gewehre. Etwas überarbeitet. Zielfernrohren. Mehr Wings etc. Ich habe jetzt ein gutes Scharfschützengewehr. Ein Scharfschützen-SMG sozusagen. Ein Scharfschützen-Gold, so weiß ich nicht. Nee, der hat man gesehen. Egal, zeige ich euch gleich. Macht die ganze Sache vielleicht ein bisschen effektiver. Ich habe ein neues Outfit. Zeige ich euch auch gleich, wenn wir denn dann da sind. Ja, und ansonsten hat sich, wie gesagt, außer von der, oder abgesehen von der Tatsache, dass ich irgendwas gut geklärt habe, nicht viel getan. Stein! Oh, ja, das funktioniert! Semi-gut, wir brauchen, denn jetzt hänge ich fest. Das kotzt mich an. Kann man das schubsen? Nein, aber sabotieren. Eine neue Fähigkeit. Tschüss! Dafür, dass du mich hast hängen lassen. Hasta luego. Ja, eine neue Fähigkeit. Wo ich gerade hier wieder stehe. Ah ja, sehr schön. Schönen guten Tag. Ja, das hier können wir ja nochmal kurz mitmachen. Das macht ja nichts. Was leckt das denn so? Scheiß Hunders Update. So, habt ihr was zu quatschen? Ich dachte, ich bin hinüber. Nein, nicht. Wollt ihr reden? Pastor Jerome hatte versucht, die Leute von Falls End vor Eden's Gate zu warnen. Wir hätten auf ihn hören sollen. Genau, du auch. So wenig ich John Seed früher gefürchtet habe, so sehr tue ich es jetzt. Super. Nie unterkriegen lassen. So, ich zeige euch jetzt noch kurz das neue Outfit. Moment. Könnten ich auch gleich nochmal einen Helfer herbeirufen. Wo sieht man das? Sieht man das hier? Ja, das ist mein neues Outfit. Ich gehöre ab sofort zum Hope County Baseball Team. Das ist meine Tarnung, weil ich bin der Deputy. Deputy Undercover. Und deswegen das Outfit. Habe ich günstig bei Ubisoft geschossen. Im Store. Ja, so, und Waffenarsenal technisch gucken wir einfach mal ins Rad. Moment, ins Rad. Also wir sehen hier, ne, Maschinengewehr mit Schalldämpfer, großem Magazin und einem Visier. Und hier Scharfschützengewehr mit verbessertem Objektiv und verbessertem Magazin und einem Schalldämpfer. Und hier dann noch hübsch der Gold, ebenfalls mit einem kleinen Visier oben drauf. So, dann können wir hier mal kurz gucken, ob wir hier noch mal ein paar Sachen herstellen. Stauber. Jo, und jetzt schnappen wir uns den Truck, der gerade nicht mehr da ist. Das ist echt, heute ist irgendwie der Wurm drin. Laden wir kurz nach und rennen jetzt eben zum Judge Elch. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Immer wieder ein Vergnügen. Wirklich toll. So, da vorne. Der sieht so aus, als würde er anhalten. Das wird hier rumgenagt. Bliff stonn. Give me your car. Schlag mal. Vielen Dank. Wir sehen uns. Gutes Lied, ich muss es leider ausmachen. Man weiß ja nie, wem es jetzt schon gehört, ne? Jetzt finden wir die Sache mit dem Mond. Ja, Wasser, Brems. Diesen See werden wir mal umfahren. Was ich sagen wollte, die Sache mit der Monetarisierung fängt dann wieder an. Das können wir dann wieder nicht monetarisieren, das ist dann nicht nervig wird. Deswegen lieber mal Musik ausziehen. Oh Mann, ey. Ja. Querwelt ein, nenne ich das mal. So. Wir wollen mal kurz auf die Karte gucken, wo wir denn dahin müssen. Wir könnten das ja auch mal als Wegpunkt machen. Wir müssen faktisch durchs Wasser, ne? Da gibt es keinen anderen Weg hin. Bin ich jetzt wenig begeistert, dann nehmen wir mal erstmal das Boot. Auf zum Boot. Genau, Reise zum Wegpunkt. Entspannt hingleiten. Ein bisschen mehr Gas geben. Rausgucken, die Landschaft immer noch schön. So. Und anhalten. Und gucken, was da vorne wieder vor sich geht. Wer sieht mich hier jetzt schon wieder? Ist das gar ein Flugzeug? Ah ne, guck mal da, der Kollege. Ich muss auf Einzelschuss umstellen, wenn ich das Gefühl. Oh ja, ich muss wirklich auf Einzelschuss umstellen. Gott rüstet mich durch Kraft,
So geht's natürlich auch. Idiot. Egal. Ja, ihr wisst schon, das war noobig. Wir stellen das immer wieder auf Einzelschuss und ich weiß gar nicht, warum das. Also wenigstens auf Salve, ne, auch nicht. Einzelschuss. Einzelschuss ist gut so. Kann ja nicht mehr allzu weit sein. Ich wollte eigentlich das Brot nehmen. Natürlich. Oh Mann, ey. Manchmal, ne? Obwohl das auch völliger Schwachsinn ist, manchmal, ne? Ich schwimme jetzt einfach rüber. Es hat eh keinen Sinn. Nur das Boot kurz rauszukramen und darüber zu düsen. Pff, nee. Nee, 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 nee. Nein. Nein. So. Und wieder an Land und die letzten 400 Meter gejoggt. Gucken, was der Judge Elch denn. Der Judge Elch. Der Judge Elch. Denn so kann. Da oben könnten wir nochmal ganz kurz hingehen. Munition aufladen. Ich würde sagen, das macht Sinn. Komm. Komm her. Komm mal bei. Komm her, Kollege. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Ich würde gerne. Munition kaufen, habe ich schon wieder verschwendet. Beute verkaufen, wollen wir auch. Wunderbar. Und weiter geht's. Obwohl, warte. Hatte die noch irgendwas? Die noch hier Gegenstände. Da habe ich ja benutzt. Und der ist auch cool. So, mal eben kurz gucken, ob irgendwas dabei steht von wegen Judge Elch. Fehlgeschlagene Experiment, der Deckel läuft frei herum, findet den im Bliss, den mit Bliss vollgepumpten Elch und tötet ihn. Egal wie, ist wohl die Ansage. Alles klar. Dann mal ins Gebiet. Vielen Dank übrigens, werte Dame. So, was haben wir da vorne? Ach, nicht schon wieder. Ja, ja. Ihr wisst, was kommt. Ich muss die Leute einfach befreien. Das ist so. Na toll. Champignon. Gut. Nee, nee, alles schön. Habe ich gern gemacht. Errungenschaft. Ich habe deine Freunde hier in Falls End versammelt, um für deine Sünden zu büßen. Du darfst dich uns gerne anschließen. Schließlich sind sie ja auch nur deinetwegen hier. Ja. Das ist deine letzte Chance. Naja. Ja zu sagen, Deputy. Lass dir nicht zu viel Zeit. Nein. Aha. Und eine weitere Story-Mission. Wunderbärchen. Wenn es ein Schiffchen Quatsch in die Irrenanstalt gibt, ist John an Bord. Mach einfach weiter mit dem, was du machst. Erstmal auf zum Judge Elch. Nein, ich will nicht Falls End erreichen. Ich möchte jetzt zum Einstieg die Story-Mission machen, wie versprochen. Und wenn das getan ist, machen wir weiter mit der Story-Mission. So. Ich meine, wie schwer kann das schon sein, so einen Elch wegzupusten? Ich hätte lieber wieder den Raketenwerfer mitgenommen, wie damals bei. Naja, ihr wisst schon, bei. Na, wie hieß er noch? Guck mal da. Hier, der Konvoi, ne? John's Trucks war es, glaube ich. So, erstmal geklotzt. Bist du der Judge, Elch? Ist ja alles Elche, ne? Mal gucken, was das Wheel of Fortune noch so hier zulässt. Markiert automatisch alle Tiere und Gegner in Sichtweite und lässt Raubtiere fliehen. Aha, erhöht den Schaden. Okay, kann mir hier auch nichts von machen. Ja doch, gut. Gut, gut, gut. Ob das stackbar ist? Erlittene Schaden. Schadet ja nichts. Erstmal gucken. Also, erlittenen Schaden erstmal verringern. Entschuldigung. So. Und jetzt mal gucken, ob der hier auch funktioniert. Sehr gut, ist deckbar. Los geht's. Scharfschützen wäre raus. Im Suchgebiet. Spannung, Leute. Wollen wir auf eine etwas erhöhte Position.
Hallo Jungs. Bist du der Judge echt? Nein. Auch nicht. Oh oh. Ich ahne Schlimmes. Oh Gott. Ah, das ist gar nicht gut. Einer von denen ist es wohl. Oh, der auch nicht. Vielleicht sollten wir erstmal das Gebiet clearen. Okay, der ist das auch nicht. Auch nicht. Bist du es? Der ist es! Oh Gott, oh Gott. Nicht gut. Geh weg. Ah. Lebensanzeige. Oh Gott. Jetzt verstehe ich das Spielprinzip. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er hin? Wo? Wo ist der Mickey Mouse eigentlich? Das gibt's doch nicht. Bist du's? Okay. Warum habe ich das Gefühl, ich... Hä? Oh nein, Blitz ist gar nicht gut. Ja, ihr merkt wieder, ich bin voll konzentriert. Oh Gott, oh Gott. Was sagt meine Energie? Der geht einfach gut. Spiel davor. Ah, oh, jetzt kommt noch das Wölfchen. Oh Gott, jetzt brennt es auch noch. Oh mein Gott, der ist ja wirklich auf Droge. Ja, 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 geh weg. Ich hab da noch eine andere Taste. Geh weg. Kennst du den? Okay, ich meine, den Berg. Ach, den Berg. Genau, den Bären erwischt. Ah. Kinder, nee, was für ein Kampf. Dieses bescheuerte Bliss. Her mit der Elchhaut. So ist fein. Her mit der Bärenhaut. So ist auch fein. Okidoki. Mission erfüllt, würde ich mal behaupten. Ja, wo ist der Wolf? Den würde ich nämlich auch noch gerne. Hätte ich auch noch gerne, aber der ist wohl. Naja. Gedespawn. So, jetzt schauen wir nochmal hier. Was haben wir denn da? Mhm. Schweres Maschinengewehr. Das hätte helfen können. Wäre aber nur halb so spannend gewesen. Was jetzt auch nicht wirklich spannend war, ne? Aber eure Newbigkeit war wieder aktiv. Dann wieder nichts gerissen hier, der Omni-Onkel. Nun gut. Aber das dazu. Judge Elch kaputt. Wir ein bisschen bekifft. Ein Blick auf die Karte wird es richten. Wie wir sehen, genau, Story-Mission abgeschlossen. Wunderbar, ein bisschen Geld gemacht. Eine Nebenmission ist noch offen, und zwar die hier. Nadine möchte die Comic-Sammlung ihres Großvaters ausspielen. Das heißt, wir müssen Comics finden. Das kann man immer mal so ein bisschen nebenbei machen. Was wir jetzt machen, wir machen jetzt wirklich mal mit der Story-Mission weiter. Und zwar begeben wir uns mal hier hin. Und machen die Story-Mission Die Entsühnung. John Seed hat dich nach Falls End eingeladen, um Entsühnung für deine Sünden zu erlangen. Begib dich zur Kirche, um zu sehen, was es damit auf sich hat. Das machen wir doch glatt. Dafür könnte es geben... Ja, dafür gibt es auch Dogfighter in Hangars freigeschaltet. Aha, gut, gut. Ja, dann begeben wir uns doch mal dahin. Wieder kurz auf die Karte. Mach mal den Waypoint hier weg. Und machen den mal lieber dahin. Oder wollen wir mal sehen, was uns da erwartet? Das kann schon nichts Gutes sein. Es wird bestimmt wieder böse enden, wie ich das erkenne. Aber egal, so viel Spaß muss sein. Wir müssen ja auch mal ein bisschen mit der Story weiterkommen. Ja. Also ich bin nach wie vor begeistert von dem Look dieses Spiels. Es sieht wirklich hübsch aus. Es ist, wie man sich so den amerikanischen Norden respektive Kanada vorstellt. Schön bewaldet, grün, saftig, ein bisschen Schnee am Horizont, wo auch immer der gerade sein mag, auf den Bergen. Schöne Vegetation, halt so richtig schön zum Urlaub machen. Privat wäre es nichts für mich. Da brauche ich schon so ein bisschen Stadt um mich herum. Aber so mal zum Entspannen
Da ist gar kein Schnee oben drauf, sehe ich gerade. Peinlich, egal. So mal ein bisschen zum Entspannen ist das schon echt genial. Und die Landschaft wirklich, also gerade auch Kanada. Träumchen. Kann ich nur jedem empfehlen. Und die Leute, erst die Leute sind so total nett da drüben. Wirklich. Man fühlt sich da überhaupt nicht fehl am Platz. Oder blöd. Sind sehr hilfsreich. Die helfen einem, wo sie können. Hallo Jungs, lasst mich bitte in Frieden. Die helfen einem, wo sie können. Sind immer offen, aufgeschlossen, freundlich, wirklich lieb und nett. Also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, nach Kanada zu kommen, macht das mal. Ist jeden Cent bzw. den Trip an sich absolut wert. Wenn ihr schon mal da wart oder wenn ihr planen solltet, da mal hinzukommen jetzt demnächst, gebt mir mal Bescheid. Schreibt es in die Kommentare. Erzählt mal ein bisschen davon. Ja. World of Warcraft, was ist da schon wieder los? Krümm dich nicht so. So. Sonst wäre es ja auch langweilig, ne? Wenn jetzt zwischendurch nichts passieren würde. Kommen schon wieder diese Fliegeviecher. Genannt Adler wahrscheinlich. Gibt es da vorne ein Vehikulo? Radar sagt nein. Verschlossene Munition reicht auch noch. Wer seid ihr? Aha, böse Buben mit einer Geisel wieder. Okay. Ach Gott, im Himmel. So. Einmal befreien, bitte. Kein Geschehen. Reden. Was zu sagen? Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Oder. John hat meine Familie entführt. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Oder was er ihnen antut. Ja. Also dann. Gibt's hier ein Quad? Naja, jetzt brauchen wir hier auch nicht mehr wirklich eins, oder? Okay, da steht's, komm. Nehmen wir mit. Vielleicht geht's ein bisschen schneller. Vom Rum. So, wer stört? Das musste so. Habt ihr gemerkt, ne? Muss so. So, jetzt ist es nicht mehr weit. Okay. Und machen wir. Ich steig mal ab, das war gewollt. Und jetzt holen wir nochmal ganz kurz unseren treuen Begleiter. Und zwar nehmen wir. Ja, den nehmen wir jetzt. Komm mal her, Compadre. Da kommt er schon. Okay. Folg mir. Wir gehen jetzt Story-Mission machen. So, Friedhof hier. Ein super Empfang, würde ich sagen. Wie nenne ich dich eigentlich? John hatte ich ja schon. Dann bist du jetzt... Thorsten. Thorsten, komm mit. Wir gehen jetzt mal hier den Kollegen suchen. Hat mich ja eingeladen, ganz offiziell, deswegen gehen wir auch durch den Vordereingang. Liegt schon wieder einer rum hier. Nichts zu tun. So, knock knock. Ich möchte Jetschon schreiben. Nicht kommen. Die Sünde. Die Sünde muss bekannt sein, um vergeben zu werden. Denn verbergen wir unsere Sünde, verbergen wir uns selbst. Du wirst dich nicht länger verbergen.
wahres Ich ergießt sich über den Boden, damit alle es sehen. Zum Berg kommt, bringen wir den Berg zum Propheten. Fangen wir an! Ich dachte, ein bekanntes Gesicht machte die Entzündung leichter. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Du elendes Schwein! Versuchen wir es nochmal. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Legst du, Nick Rye, deine Hand auf das Wort von Joseph. Legst du, Nick Rye, deine Hand... Fick dich! Nee, ich unterwerf mich niemals diesem Psychopathen. Und da ist sie. Gier. Du denkst immer nur an dich selbst. Nick. Ja. Ja, ich tue Buße. Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Sag ja. Es ist nur ein Wort. Kann ich mich umentscheiden? Wahrscheinlich nicht. Wir warten nochmal. Zu lang? Vielleicht warten wir nochmal. Gucken, was passiert. Na, wir warten nochmal. Einmal warten wir noch. Aller guten Dinge sind drei. Na? Was jetzt? Okay. Aha! Mist. Guck an. Oh Gott! Nein! Okay, 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 okay. Okay.
schwer konzentriert. Also bitte nicht stören. Okay. Wohin? Shit. Ah, scheiße. Peinlich. Da war's wieder. Ja, wunderbar. So, los geht's. Möge die Schießerei beginnen. Bin drin. Kann losgehen. Go, go. Fahre zum Ranch. Oder werden die zu uns? Maybe. Okay. Wo denn? Wo denn? Who wants some? Who's next? Da kommen noch mehr! Achtung! Flugzeug! Wie fängt das Scheißding aus? Aha. Alles gut ist vom Himmel. Oh Gott. Danke. Bin dabei. Jetzt. Hallo, triffst du den mal? Scheiß Flugzeug, die haben mich auch schon. Wo ist er? Ist gar nichts im Visier. In Sicht. Wo ist es? Hallo. Ich ziehe mich zurück. Ja, das hätte ich schon beraten haben. Guter oder böser, mein Freund? Unfassbar. Muss mal kurz. Erzählen. Okay. Also Mate. Zu Hause von Johnny. Noch jemand? Okay. Fliegen! Ja, was leckt hier schon wieder so? Oh Mann, jetzt nicht aufhängen. Komm schon. Rock dich ein. Oh nein. Ah, Gott sei Dank. So. Jetzt lass mich ruhig. Ich würde gerne... Hier. Fliegen gehen. Und los geht's. Go, go. Go? Ah, verstanden. Okay. Verstanden. Schiffbombenvisier. Okay, gibt's auch. Hinterher. Okay, das ist invertiert. Das macht ja auch nur Sinn. Wer sieht mich jetzt hier schon wieder? Egal. Jetzt machen wir erstmal einen dicken Dogfight hier. Didi! So. Kommt eine Sache näher. Ich glaube, ich bin noch nie geflogen. Also. Guck mal, was jetzt passiert. Eieiei. Oh Gott. Okay. Okay, das ist gewöhnungsbedürftig.
Oh Gott, wenn ihr sehen könntet, was ich gerade mit meinem Kopf mache. Langsam mal still. Okay. Ich merke schon, das ist nicht so meins. Habe ich den bisher eigentlich überhaupt schon mal getroffen? Das ist, glaube ich, nicht so gut. Oh Gott. Das war nichts. Das Leben klammern ist, glaube ich, so eine Sache. Das lassen wir mal. Ja. Tja, und wisst ihr was? Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir beenden jetzt die Aufnahme. Denn es sind schon 36 Minuten voll. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal. Macht es gut.